Ja, hallo zusammen. Freue mich, dass ich hier sein kann. Danke dir, Samuel, für die Einleitung. Ja, das Buch, was ich geschrieben habe, heißt Das Ende der Informationskontrolle. Und was mich dazu motiviert hat, es zu schreiben, war, dass ich den Eindruck hatte, dass der Diskurs rund um Privatheit und Datenschutz eine gewisse Einseitigkeit hat. Und zwar wird in diesem Diskurs ja immer ein weniger an Privatheit und ein weniger an Datenschutz beklagt. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn wir uns mit diesem Umstand abfinden, dass Privatheit durch digitale Medien immer stärker zurückgedrängt wird? Was für Chancen hat das vielleicht sogar und was für Gefahren resultieren aus dieser Akzeptanz des Kontrollverlusts? Und genau, wie Samuel es gesagt hat, ich will einige Thesen aus diesem Buch vorstellen. Ich kann nicht alle vorstellen, aber einige. Und bevor ich da ins Detail gehe, hole ich ein bisschen aus und stelle erstmal die Frage, was ist überhaupt Privatheit? Das ist ja ein relativ abstrakter Begriff, ein bisschen wie Freiheit oder Gerechtigkeit oder andere Begriffe, mit denen man so Grundwerte benennt. Und eine ganz gute Differenzierung hat Beate Rössler gemacht, eine Professorin aus Amsterdam. Sie hat zwischen räumlicher, dezisionaler und informationeller Privatheit unterschieden. Und letztere ist natürlich die, die für uns jetzt hier wichtig ist. Dennoch zwei Worte zu den anderen Typen. Räumliche Privatheit meint das, was wir so klassischerweise bezeichnen, wenn wir über Privatsphäre sprechen. Ja, so Räume, zu denen nicht einfach andere Menschen Zutritt haben sollen. Dann gibt es die dezisionale Privatheit. Das fassen wir alltagssprachlich, wenn wir sagen, dies oder jenes ist meine Privatangelegenheit. Ja, was für Musik ich höre, wen ich heirate, in welche Kirche ich gehe und Ähnliches. Auch da geht es um Privatheit. Und es gibt die informationelle Privatheit, wo es eben darum geht, dass ich Informationen oder auch Daten, die mich als Person betreffen, kontrollieren möchte. Und jetzt kann man weiter die Frage stellen, warum ist Privatheit überhaupt wichtig? Und die Literatur gibt da relativ, sagen wir mal, theoretische Begründungen dazu. Also das heißt, habe ich hier eigentlich einen Beamer, so ein Laserding dran? Nee, scheint nicht. Doch, genau, es heißt, Privatheit sichert Autonomie, Rolleneinübung, Identitätsmanagement. Also wir haben in den privaten Räumen die Möglichkeit, quasi auf einer sozialen Hinterbühne zu trainieren, wie wir uns dann in den sozusagen Arenen von Kultur, Politik und Öffentlichkeit darstellen wollen. Ja, Privatheit sichert natürlich Schutzräume vor staatlichen Eingriffen. Der Staat soll eben nicht alles aus meinem Leben bestimmen können. Ja, und es sichert vor allen Dingen, oder Privatheit sichert die freie Meinungsbildung. Also ich soll eine Sphäre haben, in der ich ohne Einfluss von außen quasi einen rationalen Willensbildungsprozess wahrnehmen kann. Und wenn ich das kann, bin ich sozusagen als mündiger Bürger, als mündige Bürgerin bereit, dann an demokratischen Aushandlungsprozessen mich zu beteiligen. Und jetzt ist dieser Wert des Privaten zuerst mal ein Wert, der im öffentlichen Diskurs eigentlich per se als etwas Positives, als etwas Schützenswertes betrachtet wird. Allerdings gibt es eine gewisse Ambivalenz des Privaten. Das ist offensichtlich, wenn man sich überlegt, dass Privatheit ja auch der Bemäntelung von Norm- und Rechtsverletzungen dienen kann. Und deshalb gab es auch in den 90er Jahren, ging das los, eine sehr starke feministische Kritik am Privaten. Ja, Sie kennen diesen Slogan, das Private ist politisch. Man hat gesagt, vornehmlich Frauen werden ins Private abgeschoben und man hindert sie eben daran, an öffentlichen Prozessen, an politischen Prozessen teilzunehmen. Also wir haben eine gewisse Ambivalenz der lokalen Privatheit. Genauso haben wir eine Ambivalenz der dezisionalen Privatheit. Also viele Dinge, wo wir sagen, das ist unsere Privatangelegenheit, ja eben was für eine Kleidung ich anziehe, was für ein Auto ich fahre, was ich esse, das ist faktisch eben nicht unsere Privatangelegenheit, weil da wahnsinnig viel mit dranhängt. Klassischerweise beim Essen habe ich hier diesen Aufsatz dazu, da wird es schön drin geschildert. Ja, je nachdem, was wir essen, davon hängt ab, ob andere Lebewesen sterben oder nicht sterben, hat einen Einfluss auf den Klimawandel und so weiter. Also mit den Privatsachen ist es immer so eine Sache, weil es auch häufig
ja, wenn etwas ins Private abgeschoben wird, wird es depolitisiert und das ist unter Umständen kritisch. Und jetzt wird es für uns interessanter, die Ambivalenz der informationellen Privatheit. Da kann man jetzt natürlich mit so Holzhammer-Argumenten kommen und sagen, Terroristen benutzen Krypto-Messenger, also muss man Backdoors in Krypto-Messengern haben und die sind generell kritisch zu sehen oder ähnliches. Wenn man ein bisschen feinere Argumente sich anschaut, stößt man zum Beispiel auf sowas hier, wie diese Studie von Owen und Savage, The Tor Darknet. Was diese beiden Menschen hier gemacht haben, ist, sie haben so eine Art DNS-Server für das Tor-Netzwerk aufgesetzt und haben geschaut, was für Seiten werden denn da so angesurft im Tor-Netzwerk. Und man sieht hier diese Übersichtsgrafik, da stehen dann so Sachen wie Drugs, Market, Wikis, Forums, Guns, Chats und ähnliches. Und es gibt einen ganz langen Balken, ja, über 80% des Traffics betrifft Abuse. Und was mit Abuse eigentlich gemeint ist, ist Kinderpornografie. Also der Tor-Browser wird im ganz Wesentlichen dazu genutzt, um Kinderpornografie zu konsumieren. Das macht das jetzt nicht schlecht, aber so diese Vorstellung, dass dieses Tool einfach nur dazu da ist, dass meinetwegen Dissidenten sich vor autoritären Regimen schützen können, das lässt sich so in der Form nicht halten. Deshalb auch diese Ambivalenz der informationellen Privatheit. Kommen da später auch nochmal drauf zurück. Jetzt ist es so, wenn wir uns die informationelle Privatheit anschauen, gibt es wiederum in der Wissenschaft verschiedene Theorien, die beschreiben, was ist das eigentlich. Gibt es von Nissenbaum und Floridi und Grossklacks und so weiter. Eine Übersicht findet sich hier in diesem Aufsatz von Tavani. Und aber ohne jetzt da in Details reingehen zu wollen, alle diese Theorien haben einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner ist die Informations- bzw. Datenkontrolle. Das soll gegeben sein für die informationelle Privatheit. Und die Funktion von dieser Kontrolle ist Aufrechterhaltung eines situativen Identitätsmanagements und Ausdifferenzierung von sozialen Kontexten und Rollen. Das klingt wieder sehr abstrakt. Ich versuche das zu verdeutlichen, und zwar anhand der wohl prominentesten Privatheitstheorie von Helen Nissenbaum. Helen Nissenbaum hat gesagt, es gibt verschiedene soziale Kontexte, ja, sowas wie Arbeitsplatz, Freundeskreis, Familienkreis, Arzt, Anwaltskanzleien und so weiter. Und es gibt Normen des angemessenen Informationsflusses, die bestimmen, wie Informationen zwischen diesen einzelnen Kontexten ausgetauscht werden dürfen oder auch nicht. Ja, der Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich, oder etwas, was ich meinem Arzt sage, das hat nichts verloren an meinem Arbeitsplatz. Ja, da bestimmte Dinge, die ich in der Familie erzähle, die haben nichts zu suchen im Freundeskreis. Und so könnte man jetzt diverse Beispiele konstruieren. Und genau diese Kontexttreue von Informationen ist für das situative Identitätsmanagement wichtig. Wir haben eben nicht eine Identität, sondern je nachdem, wo wir uns in der Gesellschaft befinden, zeigen wir andere Facetten unserer selbst, spielen unterschiedliche Rollen. Und jetzt ist es aber so, dieser sozial regulierte Informationsfluss, der verliert sich, sobald wir über Computernetzwerke reden. Also wenn man das mit einer Metapher sich verdeutlichen wollte, könnte man sagen, wir haben hier so eine Art Schaum an sozialen Kontexten und in diesen Schaum ziehen wir jetzt ein Computernetzwerk rein und dann platzen in Anführungsstrichen diese Blasen. Ja, und es kommt zum Kontext-Kollaps, wie man das in der Forschung nennt. Ein klassischer Kontext-Kollaps ist, ich bin bei Facebook und befreunde verschiedene Leute und die kommen plötzlich eben von meiner Arbeit, aus meinem Freundeskreis, von meinem Familienkreis und ich poste etwas und ich muss mich allen Kontexten gegenüber nur noch auf eine Art und Weise darstellen. Es sei denn, ich benutze Privatsphäre-Einstellungen, aber der Default-Zustand ist erstmal der, dass ich eben nur noch eine Identität habe. Genau das hat Mark Zuckerberg auch mal gesagt. Er hat gesagt, you have one identity. Jetzt versucht man aber natürlich, diese sozialen Kontexte technisch zu rekonstruieren. Und dazu benutzt man verschiedene Tools, ja, sowas wie Verschlüsselung, Filter, Firewalls, Passwörter, Rights-Management-Geschichten, Datenschutz- oder Privatsphäre-Einstellungen und so weiter.
Und ohne das jetzt allzu, sagen wir mal, langweilig abstrakt machen zu wollen, in dem Buch habe ich ein Ebenenmodell entwickelt, wo ich drei Ebenen unterscheide, auf denen mit verschiedenen Möglichkeiten Informationskontrolle ausgeübt werden kann. Auf der ersten Ebene, das ist quasi die Hardware-Ebene, da kann ich mit Endnetzung und Fernnetzung arbeiten. Und die zweite Ebene ist die Software-Ebene und das Backend von Software, die dritte Ebene ist auch Software-Ebene und die Frontend, der Frontend-Bereich. Und dann habe ich eben die genannten Möglichkeiten, aber noch viele weitere, um Informationsströme zu restringieren, ja, um die einzuschränken, um einen freien Informationsfluss zu unterbinden, ja, mit wie auch immer gearteter Friction, wie Floridi das genannt hat. Und jetzt ist es aber so, dass diese ganzen Mechanismen der Informationskontrolle natürlich an vielen Stellen durchbrochen werden und wir Privatheitsverletzungen haben. Und auch das ausdifferenziert hat ganz schön der Daniel Solow gemacht in einem Aufsatz A Taxonomy of Privacy. Da hat er gesagt, wir haben Privatheitsverletzungen bei der Informationserhebung, Verarbeitung und Verbreitung. Der Klassiker bei der Informationserhebung ist natürlich Surveillance, also Überwachung. Bei der Informationsverarbeitung haben wir Aggregation, also die Zusammenführung von Datensätzen aus unterschiedlichen Quellen zu einem großen Profil, die Identification, also De-Anonymisierung von Menschen, Insecurity, ja, schlechte IT-Sicherheit, Secondary Use, was so viel meint, wie dass die Zweckbindung nicht eingehalten wird, oder Exclusion, was so viel meint, wie dass dem Data Subject, also uns allen, verwehrt wird, auf bestehende Datensätze zuzugreifen, ja, da reinzuschauen. Die Datenschutzgrundverordnung gibt uns diese Möglichkeit, aber erst seit kurzem. Und sie gibt uns sie auch nur begrenzt. Und es gibt Privatheitsverletzungen bei der Informationsverbreitung, ja, klassisch Disclosure, Exposure, aber auch sowas wie Blackmailing, also dass man Menschen betrügt, oder Appropriation, also Aneignung von Daten zum Identitätsdiebstahl, oder Distortion, dass man also personenbezogene Informationen in verzerrter Weise weiterverbreitet. Und genau, ich hatte das zu Beginn gesagt, wenn man sich jetzt so den Diskurs anschaut rund um digitale Medien, ist es so, dass diese Privatheitsverletzungen eigentlich per se beklagt werden. Und auffällig ist aber, dass es ein gewisses Paradox gibt, was man Privacy Paradox genannt hat. Nämlich, alle Menschen sagen, Privatheit ist wichtig, ja, und Privatheitsverletzungen sollte es nicht geben, aber ihr Verhalten passt nicht dazu. Ja. Man nutzt Smartphones und Facebook und andere soziale Netzwerke. Susan Barnes hat in First Monday diesen Begriff des Privacy Paradox prominent gemacht und es wird bis auf den heutigen Tag erforscht. Es gibt wahnsinnig viele Studien dazu und es gibt einzelne Hypothesen dazu, warum diese Diskrepanz besteht. Die Erwünschtheitshypothese sagt, Menschen äußern sich sozial erwünscht, wenn sie nach Privatheit gefragt werden. Ja, sie sagen, Privatheit ist mir wichtig, aber eigentlich ist es ihnen ziemlich egal. Es gibt die Kompetenzhypothese, die besagt, Menschen ist schon wichtig, dass ihre Privatheit geschützt wird, aber sie wissen schlicht nicht, wie sie das technisch umsetzen können. Deshalb gibt es Crypto-Partys. Ja? Oder die Gratifikationshypothese, die besagt, ja, es gibt einen Verlust der Privatheit und es gibt auch die damit verbundenen Schäden, aber der Nutzen, den wir haben, der ist so groß, dass man das in Kauf nimmt. Und das ist auch das Stichwort, ja, der große Nutzen digitaler Medien. David Brin und Jeff Jarvis haben zwei Bücher geschrieben, die in diese Kerbe schlagen, The Transparent Society und Public Parts. Da haben sie eben genau das gesagt. Ja, der Verlust der Privatheit ist gar nicht, das ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Wir kommen einfach in eine Transparenzgesellschaft, wie David Brin das nennt. Und ja, warum eigentlich nicht? Der Jeff Jarvis, der fängt sein Buch damit an, dass er ziemlich detailliert über die Dysfunktionalität seines Penises schreibt. Ja, und warum eigentlich nicht? Man findet da leichter Gleichgesinnte. Ja, es gibt ganz neue Formen von Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Und eine Folge von mehr Transparenz ist aber, dass Menschen sich natürlich viel stärker gegenseitig beobachten können und vor allen Dingen auch, dass Institutionen uns beobachten können. Und die große Frage ist jetzt, wie verhalten sich Menschen, wenn sie beobachtet werden? Und da gibt es ganz interessante Untersuchungen dazu.
Und eine, die sehr prominent wurde, ist die von Harley und Fessler. Die haben Probandinnen und Probanden in ein Labor gesetzt und haben die dort ein ökonomisches Spiel machen lassen. Und die eine Gruppe hatte einen Desktop-Hintergrund, hier rechts, ganz normal. Und die andere Gruppe hatte einen Desktop-Hintergrund, auf dem zwei Augen abgebildet waren. Also Beobachtung ist nur angedeutet worden, fand gar nicht faktisch statt. Und naja, Sie ahnen es, diese Gruppe, die diese zwei Augen hatte, hat viel generöser, viel altruistischer dieses Spiel gespielt. Bateson und Kollegen haben das wiederholt, eine ähnliche Studie, und zwar haben die in einer, wie nennt man das, Teeküche, ja. Da haben die Bilder aufgehangen von, entweder von Blumen oder von einem Augenpaar und haben geschaut, wie viel Geld legen Menschen in die Kaffeekasse. Ja, Sie sehen das Ergebnis, wenn eben die Augenpaare da waren, geben die Menschen viel mehr Geld. Also, guter Tipp für die ja, also man kann diese Studien auch im Alltag dann nutzen. Und um das noch vollständig zu machen, auch 2012, Francie und Bergmüller haben wieder dasselbe Setting, haben das gemacht, dass sie in der Bushaltestelle ein Augenpaar hingeklebt haben oder nicht und dann gemessen haben, inwiefern trennen die Menschen Müll, wie stark heben die Menschen Müll auf und ähnliches. Und klar, das Ergebnis ist, wenn da diese Augen sind, heben die Menschen mehr Müll auf. Und alles in allem ist es so, dass Beobachtung dazu führt, dass Menschen sich eher an bestehende Normen, soziale Normen anpassen. Und das kann gut sein, wenn es um sowas wie Mülltrennung oder Ähnliches geht. Das kann aber auch sehr problematisch sein. Und das hat sehr prominent Foucault in seinem Buch Überwachen und Strafen geschildert. Und zwar hat er sich hier auf diese Gefängnisarchitektur berufen, ja, das Panoptikum, wo es eben eine Aufsichtsperson in der Mitte gibt oder zwei und die können alle anderen beobachten. Und er hat dieses Modell auf die Gesellschaft übertragen, hat gesagt, die Gesellschaft ist eigentlich panoptisch gestaltet. Es gibt den Big Brother, es gibt mächtige Institutionen, mächtige Staaten, also einzelne mächtige Akteure, die alle Menschen außen drum herum beobachten können, und diese Beobachtung führt dazu, dass die Menschen ja duckmäuserig werden, passiv werden und ähnliches. Und die Handlungspsychologie der Überwachung sagt ganz grundsätzlich, Beobachtung oder Überwachung wirkt freiheitseinschränkend. Ja, es gibt diese sogenannten Chilling-Effekte. Es führt zum Konformismus, führt zu einer Normeinhaltung. Das ist, wie gesagt, problematisch, wenn die Normen etwa Ungerechtigkeit oder Ähnliches unterstützen. Es führt zu einer Selbstzensur und es führt dazu, dass man passiv wird. Ja, also man, wie gesagt, es gibt eine Freiheitseinschränkung. Jetzt ist aber interessant, dass zwischen diesen individualpsychologischen Beobachtungen und Beobachtungen, die man eher auf einer makrosoziologischen Ebene machen kann, es Widersprüche gibt. Denn tatsächlich leben wir in einer Zeit, wo es so viel Überwachung gibt, wie es es nie zuvor gab, und gleichzeitig haben wir eine Gesellschaft, in der es auch so viel Diversität und Pluralität gibt wie nie zuvor. Und das widerspricht ja eigentlich dieser individualpsychologischen Konformismus-These. Und man hat natürlich auch auf makrosoziologischen Ebene Untersuchungen gemacht und hat auch Effekte herausgefunden, die eigentlich nicht intuitiv sind. Zum Beispiel der, dass Überwachung Regierungskritik fördert. Also wenn sowas bekannt wird wie die Snowden Revelations, dann führt es gerade nicht dazu, dass Menschen, weil sie Schultern zusammenziehen, passiv werden, duckmäuserig werden, sondern sie werden eher aktiv. Sie fangen an zu kritisieren, zu protestieren. Also man hat da jeweils 1000 Befragte in unterschiedlichen Ländern getestet und hat da eine Reihe wirklich interessanter Dinge entdeckt. Und bevor ich mein Buch geschrieben habe, hat Michael Seemann, auch ein deutscher Autor, ein Buch geschrieben, das heißt Das neue Spiel. Das war eine große Inspiration für mein Buch. Und ich will mal ausnahmsweise, auch wenn es nicht so spannend ist, aber ich will ausnahmsweise ein Zitat aus diesem Buch vorlesen. Und zwar schreibt der Seemann: Unser digitales Leben wird nicht erst seit gestern, sondern seit mindestens 10 Jahren lückenlos überwacht.
Würde die komplette Überwachung des Menschen, seine Freiheit und Individualität so grundsätzlich in Frage stellen, wie es von digitalen Bürgerrechtlern seit vielen Jahren suggeriert wird, dürfte sich in der westlichen Hemisphäre niemand mehr frei fühlen. Mit anderen Worten, die Frage, ob wir mit der Totalüberwachung leben können, ist schon lange keine hypothetische mehr, sondern empirisch beantwortet. Ja, können wir, und wir tun es schon seit 10 Jahren. Hat er 2014 geschrieben, inzwischen sind es dann halt 15 Jahre oder was auch immer. Jetzt ist es aber so, dass, ich habe jetzt viel über Überwachung gesprochen, aber Überwachung ist nur ein Symptom von vielen. Es ist nur ein Symptom eines generellen Kontrollverlusts über Daten und Informationen. Ja, je freier sich Daten und Informationen global bewegen können, desto eher können überwachende Institutionen da quasi parasitieren an diesem Effekt. Und dass es diesen Kontrollverlust gibt, das ist in vielen Stellen beschrieben. Hier ist nur ein Beispiel, so eine Broschüre von Peter Swire, wo er die amerikanische Regierung berät und die hat diesen schönen Titel The Declining Half-Life of Secrets. Also Informationen, die man geheim halten will, das gelingt immer schlechter. Sie kennen die ganzen Leaks etc. Und jetzt ist die Frage, warum gibt es denn diesen großen, gigantischen, globalen Kontrollverlust über Daten und Informationen? Und da denke ich, muss man sich anschauen, was passiert eigentlich technisch um uns drumherum so. Und in dem Buch beschreibe ich gewisse Trends in der Technikentwicklung, wo ich auch sagen würde, die vollziehen sich nahezu deterministisch. Da gibt es eigentlich nirgendwo ernstzunehmende Gegenbewegungen. Das erste ist, wir versuchen eigentlich allerorts eine maximale Vernetzung. Ja, alles Mögliche muss Teil des Internets werden. Deshalb ja auch das viel benutzte Buzzword des Internet of Things. Damit einhergeht eine maximale Verdatung von Ereignissen und Weltzuständen. Ja, immer mehr muss in die Cloud, muss erhoben werden. Wir haben immer mehr Sensorik in uns drumherum. Deshalb auch maximale Ubiquität. Ja, wir laden unsere Umwelt immer stärker mit Kleinstcomputern, Sensorik etc. auf. Und wir haben auch eine maximale Leistungssteigerung. Also CPUs werden immer schneller, Festplatten immer größer, Server-Racks immer stärker. Wir haben immer mehr Sensoren. Da gibt es auch schöne Berechnungen, wie viele Sensoren es 2020 geben sollen. Das sind irgendwie knapp 200 Milliarden auf der Welt. Das ist unglaublich. Und wie gesagt, es gibt nirgendwo Gegentrends. Ja? Niemand sagt, jetzt hören wir mal auf, schnellere Prozessoren zu produzieren oder jetzt hören wir mal auf, leistungsstärkere Algorithmen zu schreiben. Und innerhalb dieser vermeintlich deterministischen Technikentwicklung gibt es verschiedene, wie ich das genannt habe, Treiber, die den Kontrollverlust sozusagen auslösen, forcieren, wie man das auch immer nennen will. Ein paar dieser Treiber habe ich hier aufgelistet. Und ich will Beispiele nennen zu den unterschiedlichen Aspekten, also zum Hacking, Überwachung, Intransparenz von Code ist ein großes Thema, Datenschutzrecht, was nicht eingehalten wird, Datenhandel, Entwicklung neuer digitaler Medien, Machine Learning oder künstliche Intelligenz ist ein ganz wichtiges Thema und fehlende Medienkompetenz. Samuel hatte in seiner Einleitung schon das Beispiel von Heartbleed und PEP. Vor kurzem war es PGP, wo es mit Enigmail die Probleme gab. Das ging auch groß durch die Medien, der Hack bei Yahoo, wo über 1 Milliarde Konten, Accounts betroffen waren, wo man so Passwörter und alles Mögliche abgezogen hat. Das war auch, ist hoch und runter darüber berichtet worden, die Stagefright-Lücke, wo es zwischenzeitlich möglich war, mit einer MMS, die man mit einem Schadcode präpariert hat, Android-Smartphones so anzugreifen, dass man da eigentlich systemweite Zugriffsrechte drauf bekommen hat und dann Keylogger nachladen konnte und die Kamera aktivieren konnte und alles Mögliche. Das waren über 1 Milliarde Geräte, die da zeitweise betroffen waren. Die Lücke ist eher selten ausgenutzt worden, aber trotzdem, es war ein ziemliches Ding. Und es ist natürlich nur eine Lücke von Tausenden, Hunderttausenden. Das war auch ganz interessant, der Hack von Ashley Madison, eine Seitensprungplattform, 30 Millionen Konten abgezogen worden sind. Das Interessante oder das
das Besondere dabei war, dass die sehr frei im Internet verfügbar waren. Also die Hackergruppe The Impact Team, die das gemacht hat, hat diesen Datensatz einfach so zum Download angeboten. Ich habe den auch mal runtergeladen, da so ein bisschen drin rumgeschmökert quasi. Aber es gab auch Suchmaschinen. Zum Beispiel gab es eine Seite, die hieß checkashleymadison.com. Da konnte man dann einen Namen oder eine E-Mail-Adresse eingeben und dann gucken, ob jetzt Verwandte und Bekannte diese Plattform nutzen. Also war ganz witzig, in Anführungsstrichen. Auch das ging vor einigen Tagen durch die Medien. Facebook von einem sehr großen Hack betroffen. Zwar hat man nicht, man ist nicht an Daten gekommen aus dem Messenger, was ja so das Intimste ist, aber immerhin Postings und alles Mögliche hat man abgezogen. Genauso vor einigen Tagen kam raus, dass Google Plus auch einen großen Hack hatte, also das soziale Netzwerk von Google. Die Folge war, dass Google das zugemacht hat. Auch das ist aus dem Oktober. WhatsApp auch von einer großen Sicherheitslücke betroffen. Und so weiter und so fort. IBM gibt jedes Vierteljahr diesen interessanten X-Force Threat Intelligence Index raus, wo sie so die ganzen Sicherheitslücken, die so im Umlauf sind, beschreiben, auch beschreiben, mit welcher Software das ausgenutzt wird. Und in diesem Bericht sind immer mal wieder Grafiken drin, so Kurven, denen man schön sehen kann, die Zahl der Sicherheitslücken, die steigt von Jahr zu Jahr. Also es werden immer mehr. Das heißt, die IT-Sicherheit wird immer schlechter. Ich weiß nicht, ob Sie diese Seite kennen, wahrscheinlich die Nerds kennen die, Heffer bin Pwned. Auf dieser Seite, ich hoffe, das geht jetzt auf, ja, ich muss nur noch rüberschieben. Auf dieser Seite gibt es hier diese nette Liste, ja, Pwned Websites oder gehackte Plattformen. Und auf dieser Liste kann man einfach mal durchscrollen und gucken, welche Plattformen schon alle von einem Hack betroffen waren, wo jeweils dann auch die Daten öffentlich verfügbar sind. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel sowas wie Adobe. Das ist dann kurz beschrieben und wie viele Konten betroffen waren, also 150.000 und was davon dann frei verfügbar wurde. Also hier waren es nur in Anführungsstrichen E-Mails, Passwort-Hints, Passwort- und Usernames. Die Passwörter sind natürlich erstmal gehasht, gespeichert, also so, dass man sie nicht einfach auslesen kann. Die Hashes sind aber meistens schlecht, also hat man die Passwörter auch sehr schnell im Klartext. Und viele Menschen benutzen ja für unterschiedliche Plattformen ein dasselbe Passwort. Und bis vor kurzem gab es auch noch eine andere Seite, die hieß leakedsource.com. Und da konnte man wirklich für einen Bruchteil von einem Bitcoin entsprechend solche Datensätze kaufen. Konnte man sagen, ich will den Datensatz von Adobe zu der und der E-Mail, und dann hat man den bekommen. Ja, also selbst Script-Kiddies, ja, Menschen, die eigentlich von Hacking keine Ahnung haben, können mit einfachsten Mitteln an extrem intime Informationen kommen. Wie gesagt, diese Liste ist ellenlang. Es gibt auch eine leichtere Möglichkeit, das zu checken, wenn man hier auf der Landingpage guckt. Da kann man einfach seine E-Mail eingeben und dann kriegt man unten entweder grünes oder dann auch entsprechend rotes Licht. Zum nächsten Treiber im Kontrollverlustgeschehen, die Überwachung. Da gehe ich jetzt mal nur ganz kurz auf so die klassische geheimdienstliche Überwachung ein. Ja, jedes Land hat viele Geheimdienste. Auch in Deutschland haben wir drei, den Militärischen Abschirmdienst, den Bundesnachrichtendienst und den Bundesverfassungsdienst. Die nutzen unterschiedlichste Überwachungsprogramme. Zum Beispiel hat der BND auch X-Keyscore genutzt. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen. Und vieles wurde bekannt durch die Snowden-Enthüllungen, gerade was die NSA und den GCHQ angeht. Zum Beispiel wurde das Projekt Tempora bekannt, das ein recht großes Projekt ist vom GCHQ, also dem britischen Geheimdienst. Die sind dort nämlich hingegangen, haben vom Backbone des Internets, also von den ganz großen Unterseekabeln, eine komplette Kopie eigentlich gemacht, auf eigenen Servern gespeichert und analysiert und nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Das Einzige, was sie nicht gelöscht haben, sind verschlüsselte Dinge, also zum Beispiel PGP-Nachrichten oder Ähnliches. Die behält man, bis man sie lesen kann. Was vermutlich, also ich vermute, dass schon der Fall ist, aber da kann ich auch nur drüber spekulieren. X-Keyscore war ist ein Programm, das ist schon sehr alt. Ich weiß nicht, ob das heute noch genutzt wird. Deshalb war ein Programm, mit dem man dann solche Datenströme, die man zum Beispiel durch solche Aktionen bekommen hat, durchsuchen konnte. Also Chatverläufe durchsuchen, E-Mails durchsuchen.
Aber man kann auch damit so Sachen machen, wie automatisch Schwachstellen finden und einen Rechner infizieren und so weiter und so fort. Dann habe ich hier noch Gemalto aufgeschrieben. Das ist eine Firma, die SIM-Karten herstellt. Die machen jedes Jahr mehrere Milliarden SIM-Karten, beliefern damit eigentlich alle großen Provider, also Vodafone und wie sie alle heißen. Und die Dienste, also NSA und GCHQ, sind bei Gemalto eingebrochen, haben die Master-Keys von diesen SIM-Karten ja regelrecht gestohlen und können so also auch unbemerkt die gesamte mobile Telekommunikation abgreifen. Also das ist die Aussage, die ich auch in dem Buch mache. Nahezu sämtliche elektronische Telekommunikation ist kompromittiert, abgreifbar, überwachbar. Nächster Treiber, die Intransparenz von Code. Da gibt es dieses klassische Beispiel der Schufa, die sich nicht so wirklich in die Algorithmen schauen lassen will. Ja, wir wissen nicht, wie verarbeiten die Informationen über uns. Aber die Schufa ist auch wieder nur ein Beispiel von zigtausend anderen. Deshalb hat Frank Pascal ein schönes Buch geschrieben mit dem bezeichnenden Titel The Black Box Society. Also wir sind eigentlich umgeben von Blackboxes, die wir nicht einsehen können, wo Dinge über uns errechnet, berechnet werden. Es gibt ja dann immer wieder diese Forderung nach Transparenz. Ja, man soll Programmcode transparent machen. Katharina Zweig hat diese Idee mit einem Algorithmen-TÜV. Das ist aber aus technischer oder sagen wir komplexitätstheoretischer Perspektive mit Vorsicht zu betrachten, weil viele Programme schlicht so viele Millionen oder 100.000 Zeilen Code umfassen, dass das einfach nicht transparent zu machen ist ab einem gewissen Punkt. Nächster Treiber, die Missachtung von Datenschutzrecht. Bevor es die Datenschutzgrundverordnung gab, war das eigentlich Standard, Datenschutzrecht zu brechen, weil es einfach so günstig war, aus einer ökonomischen Perspektive war. Der DSGVO sind jetzt höhere Strafen da, da hat sich ein bisschen was zum Positiveren verändert. Aber es ist grundsätzlich schon so, dass sehr viele Geschäftsmodelle da draußen existieren, die einfach datenschutzrechtswidrig sind. Und das Web of Trust ist ein gutes Beispiel dafür. Das war ein sehr, sehr beliebtes Plugin, mit dem man schauen konnte, wie vertrauenswürdig sind einzelne Webseiten. Und was dieses Web of Trust aber tatsächlich gemacht hat, ist, es hat die Browser-Historie von den Millionen von Nutzerinnen und Nutzern, die es hatte, an Datenbroker weiterverkauft. Also sehr intime Dinge. Und apropos Datenbroker oder Datenhändler, das ist in meinen Augen ein weiterer Treiber im Kontrollverlust. Ich denke, das ist auch etwas, was häufig unterschätzt wird. Ja, wir reden immer über Facebook und ähnliche Firmen, aber die Datenbroker sind eigentlich diejenigen Institutionen, wo alles zusammenläuft. Ja, so Firmen wie ChoicePoint oder First Advantage oder Axiom oder auch die Deutsche Post ist ein Datenbroker. Das sind nicht sehr bekannte Firmen, aber was die tatsächlich machen ist, sie führen im Hintergrund der einzelnen Plattformen, die wir nutzen, die ganzen Daten zusammen, bilden große Profile daraus und handeln mit diesen Profilen, verkaufen diese Profile weiter. Ich habe hier das Beispiel mit ChoicePoint. ChoicePoint ist eine Firma, die ist darauf spezialisiert, so Kriminalitätschecks und Hintergrundchecks zu machen. Und die haben Daten über DNA und biometrische Daten und Gesundheitsdaten und Versicherungssachen, alles Mögliche. Und das verkaufen sie eben an eine ganze Reihe von Akteuren, also an die Polizei und andere Behörden, an Versicherungsunternehmen und so weiter und so fort. Letztendlich verkaufen sie es an alle, die zahlen. Nächster Punkt. Neue digitale Medien sind in meinen Augen auch ein eigener Treiber in diesem Kontrollverlust geschehen. Ich arbeite in dem Forum Privatheit, das ist ein Forschungsprojekt von der Bundesregierung. Da haben wir ein White Paper geschrieben, das versteckte Internet, wo wir erläutert haben, dass Internet immer so mit Computer, Notebook, Smartphone assoziiert wird, aber faktisch haben wir inzwischen in vielen Alltagsgegenständen eben auch Internet, ja, im Auto, im Fernseher, in Kleidungsstücken, in Wearables, wie man das so schön nennt und ähnliches. Und es ist eigentlich eine schier unlösbare Herausforderung, alle diese Geräte so zu betreiben, dass sie entsprechend datensparsam und datenschutzmäßig korrekt funktionieren.
Das leitet mich auch über zum nächsten Treiber, nämlich schlechte Medienkompetenz, fehlende Media Literacy oder Computer Literacy. Also es gibt viele, sagen wir mal, unzureichende Arten, digitale Medien zu bedienen, kombiniert mit einer Möglichkeitsblindheit. Ja? Also die Unfähigkeit, sich vorstellen zu können, auf welche Weisen Daten geklaut werden können, wo die zirkulieren können, etc. Und das beginnt damit, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass es am Smartphone sowas wie eine Rechteverwaltung gibt, wo man einzelnen Apps gewisse Rechte entziehen kann, und endet darin, dass es sehr beliebte Überwachungsprogramme gibt, die aber den meisten völlig unbekannt sind. Zum Beispiel sowas wie FlexiSpy oder mSpy. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das schon mal gehört hat. Können wir auf die Seite von FlexiSpy schauen. Wenn man hier zum Beispiel, wo ist meine Maus? Hier, wenn man hier auf Features klickt, kann man sich die Plattform auswählen. Nehme ich jetzt mein Android-Handy und kann hier also für $68 im Monat mir ein Stück Software kaufen, das diese Funktionen hat, die hier aufgelistet sind. Oder ich kann auch hier gleich das Extreme-Paket nehmen, nehmen wir lieber das gleich. Und dann kann ich eben Phone Call Recording, Spy Call, also kann das Mikrofon anmachen, Environment Recording, kann die ganzen beliebten Apps kann ich alle abhören, ich kann E-Mails mitlesen hier unten, ich kann Keylogger draufladen, Fotos, Videos anschauen. Also ich kann eigentlich alles mit dem Gerät machen. Und also der Klassiker, wo solche Software zum Einsatz kommt, ist etwa ein eifersüchtiger Mann, der seiner Freundin ein neues Handy schenkt, ja, was dann entsprechend präpariert ist. Eben kombiniert mit dieser Möglichkeitsblindheit, ja, man kann sich eigentlich, oder es gibt gar keine Vorstellung darüber, was alles technisch möglich ist. Ich mache weiter. Der nächste Treiber, das Machine Learning oder die künstliche Intelligenz. Das ist deshalb besonders, weil das Machine Learning es möglich macht, an intimste Informationen über uns zu gelangen, ohne dass wir die selbst preisgeben. Das wird ganz schön in diesen Aufsätzen hier beschrieben, von Stilwell und Kosinski und Yu, die hier ist auch der Stilwell beteiligt. Die haben gezeigt, dass man zum Beispiel aus eingegebenen Suchbegriffen bei Google oder aus gesetzten Likes bei Facebook oder auch aus der Browserhistorie wiederum intimste Dinge herauslesen kann, die aber da gar nicht direkt drinstecken. Also man kann herausfinden, wie intelligent ist jemand. Ist jemand liberal oder konservativ, introvertiert oder extrovertiert und so weiter und so fort. Das hier kam vor ein paar Tagen raus. Facebook Language Predicts Depression in Medical Records. Ist wieder ein Beispiel für genau diese Dynamik, die ich erwähnte. Man hat erstmal, sagen wir, unverdächtige Datenspuren. Ja, sowas, was ich zum Beispiel bei Facebook poste, meine Posts dort. Ich analysiere die mit Machine Learning und kann dann auf solche Dinge schließen, wie jemand bekommt Depressionen oder nicht. Das ging hier mit 70%iger Akkuratheit. Und auf die Spitze getrieben wird es zum Beispiel hier, auch wieder ist der Kosinski beteiligt, da sind die hingegangen, haben eine Software entwickelt, die allein anhand von einer Gesichtsabbildung probabilistisch darauf geschlossen hat, ist jemand homo- oder heterosexuell. Das haben die so gemacht, dass sie von einer Dating-Plattform Bilddatensätze genommen haben mit vielen 10.000 Bildern drin von Menschen, die angegeben haben, ob sie hetero oder homosexuell sind. Und dann wurden eben solche Durchschnittsgesichter gebildet. Und diese Durchschnittsgesichter wurden dann auf neue Bilder angewendet, um dann eben mit einer gewissen Akkuratheit sagen zu können, Person ist homosexuell oder heterosexuell. Die Studie ist aus verschiedenen Gründen umstritten, aber grundsätzlich, grob gesagt, funktioniert das erstmal schon. Es hört ab... Bitte? Wenn man 5 Gesichtsabbildung hatte, war es über 90% akkurat. Ja. Es hört auf zu funktionieren ab dem Punkt hier,
Hier sind zwei Chinesen hingegangen, haben das Gleiche mit Kriminalität gemacht. Ja, so eine Gesichtsanalyse, um dann auf kriminell oder nicht kriminell zu schließen. Das funktioniert aus folgendem Grund nicht mehr. Sie mussten ja auch hier wieder erst einen Trainingsdatensatz erstellen mit gelabelten Daten, wo man weiß, kriminell, nicht kriminell. Die Bilder von den Kriminellen, muss man vielleicht auch sogar in Anführungsstriche setzen, hatten sie von der chinesischen Polizei. Und die Bilder von den Nicht-Kriminellen haben sie mit dem Crawler einfach aus dem Internet geholt. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man sich im Internet darstellt, dann macht man das anders. Ja, man lächelt und hat irgendwie Anzug an oder keine Ahnung, als wenn man bei der Polizei sitzt und fotografiert wird. Also hier hat der Algorithmus eigentlich nicht gelernt, zwischen Kriminellen und Nicht-Kriminellen zu unterscheiden, sondern zwischen Menschen, die lächeln und die nicht lächeln, ja, um es mal so zu sagen. Aber auch wenn das hier gewisse Grenzen erreicht, was mit Machine Learning möglich ist, ist es dennoch so, an vielen Stellen funktioniert das, dass man aus unverdächtigen Datenspuren, ja, zum Beispiel Gesichtsabbildungen, sehr, sehr intime Dinge herausfinden kann. Ich bleibe noch ganz kurz beim Machine Learning. Auch das ist nämlich interessant, weil hier so eine ganz klassische Privatheitstechnik eigentlich ausgehebelt wird. Nämlich ist es mit Machine Learning möglich, verpixelte Bilder wieder scharf zu machen. Also eigentlich, wie Science Fiction ist, ist jetzt technisch möglich. Auch das geht wiederum dadurch, dass man einen großen Trainingsdatensatz hat, wo man einem Algorithmus quasi beibringt, wie verändern sich Bilder, wenn man sie von scharf in verpixelt oder von scharf in geblurrt macht. Und der Algorithmus kann es dann quasi bei neuen Bildern reverse engineeren, in Anführungsstrichen. Das funktioniert unter bestimmten Umständen auch nicht, aber bei Personen, wo man mehrere Fotos verfügbar hat, funktioniert das relativ gut. Ich will das jetzt mal an der Stelle aufhören, weiter über die Treiber zu sprechen. Hier nochmal diese Liste über die Dinge, die ich jetzt erwähnt habe. Aber ich habe hier extra Punkt, Punkt, Punkt hingemacht, weil es eben noch viel mehr gibt. Und spreche ich schon eine Stunde? Ja? Nicht? Nee, okay, 50, dann stimmt diese Uhr hier nicht. Entschuldigung, wollt mich nicht ablenken lassen. Jetzt ist es so, dass man sagen kann, okay, wir haben diese Treiber, wir haben dieses Kontrollverlustgeschehen, wir kommen einfach in eine Post-Privacy-Gesellschaft, in der bestehende, tradierte Privatheitsniveaus zurückgedrängt werden. Und dann gibt es, sagen wir mal, oberflächliche Argumente, in die Richtung, dass man sagt, das ist doch eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ja? Verlust der Privatheit ist nicht schlimm. Die Daten, die sind ja ohnehin in der Welt, die sind ja auch freiwillig rausgegeben worden. Wir kriegen die jetzt nicht wieder weg. Ja, Menschen haben ihre Privatheit freiwillig aufgegeben und die Transparenz ist doch gut. Ja? Wir können prima leben ohne Privatsphäre, wie der Heller das formuliert hat. Also er hat schon gesagt, ja, kommen mit neuen Leuten ins Gespräch und neue tolle Öffentlichkeiten, die entstehen und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich an solchen Argumenten zu Recht viel Kritik anbringen. Es gibt allerdings auch Argumente für diesen Post-Privacy-Gedanken, die etwas differenzierter sind und die, denke ich mal, nicht so einfach aus der Welt zu schaffen sind. Und mein Buch, also ich hoffe, dass mein Buch solche guten Argumente vorbringt, aber es gibt auch andere Bücher, zum Beispiel ist 2018 Network Publicly Governance erschienen. Da sind auch sehr, sehr gute Post-Privacy-Überlegungen drin. Und zwar sagen diese Autoren hier, und auch ich sage das in meinem Buch, diese Privatheitsverluste, die wir erleben, die nötigen uns zur Lösung sozialer Probleme. Privatheit kann soziale Probleme abschwächen, aber nicht lösen. Das ist die Grundtheorie. Ich werde an Beispielen erläutern, warum das so ist. Und da will ich auch das letzte Mal noch ausnahmsweise ein etwas längeres Zitat aus diesem Buch vorlesen. Die beiden Autoren schreiben da, if women, homosexuals, minorities and other disenfranchised, also entrechtete or marginalized groups, had remained in hiding, quietly sitting at the back of the bus, and not carrying their differences into the public arena and demanding recognition and respect, racism, bigotry, discrimination and inequality would have remained unchallenged. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Justice and equality have not been attained in any society
by means of secrecy and privacy. Also Privatheit hat nicht dafür gesorgt, dass Gesellschaften moralischen Fortschritt gemacht haben, dass es mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit gab. Scharfe These erstmal. In dem Buch werden Beispiele genannt. Ich habe in meinem Buch auch Beispiele. Ich nehme jetzt mal nicht meine eigenen, sondern die von Belieger und Krieger. Zum Beispiel die geheimen Wahlen. Also wir haben ja bei Wahlen sowas wie Privatheit, dadurch, dass die geheim sind. Und man macht es, um Wahlmanipulation durch Repression zu verhindern. Also es lohnt sich nicht, dass man sich vors Wahlbüro stellt und sagt, ich hau dir einen runter, wenn du das und das nicht wählst, weil man weiß ja schlicht nicht, was man wählt. Und hier haben wir aber wieder die Dynamik, dieses Geheimnis, diese Privatheit schwächt ein soziales Problem ab, löst es aber nicht. Denn das Problem ist, dass jemand Repressionsintentionen möglicherweise hat. Und nötig ist eben, sagen diese beiden Autoren und sag auch ich normativ, nötig ist die direkte Adressierung von Repression. Nächstes Beispiel, das ist natürlich der Klassiker, die Emanzipation von Homosexualität. Natürlich kann ich, wenn ich homosexuell bin, mich vor Diskriminierung schützen, indem ich nur im Privaten meine Homosexualität auslebe und das aber geheim halte, sobald ich in die Öffentlichkeit gehe. Aber eben auf diese Weise erreiche ich weder Emanzipation, noch erreiche ich, dass die Diskriminierung als solche abgestellt wird. Also wiederum Schwächung eines sozialen Problems, aber nicht Lösung. Emanzipation ist nur möglich durch das Gegenteil von Privatheit, nämlich durch Öffentlichkeit. Die Schwulenbewegung hat es auch eigentlich genauso gemacht. Ich glaube, so in den 80er Jahren kann man grob sagen, ging das los, dass man verstärkt Öffentlichkeit gesucht hat. Das war aber tatsächlich dann auch wieder teilweise problematisch, weil sich Menschen gegenseitig zwangsgeoutet haben und so. Das soll dann natürlich auch nicht sein. Nächstes Beispiel, die in Anführungsstrichen sensiblen Gesundheitsdaten. Körper- und Gesundheitsdaten haben eine besondere Sensibilität. Das liegt einfach daran, dass es so eine starke Diskriminierung gibt, ja, für versteckte Behinderungen, für geistige Krankheiten und Ähnliches. Und auch Diskriminierung verhindern, wenn wir versuchen, diese Daten hier möglichst restriktiv zu behandeln. Aber die eigentliche Lösung des sozialen Problems wäre ja, wenn wir es schaffen, eine Enddiskriminierung von abweichenden Körpern und Krankheitsbildern zu erreichen. Apropos Gesundheitsdaten. Hier ist der Datenschutz sogar ein gewisses Hindernis für das Gesundheitssystem. Arg überspitzt, wobei ich weiß gar nicht, ob es so überspitzt ist, aber hat es mal der Matthias Bäumel auf den Punkt gebracht, als er in der Zeit einen Artikel schrieb mit der Überschrift Datenschutz kostet Leben. Etwas differenzierter steht es hier in diesem Paper, Protecting Privacy or Protecting the Public. Weil wir haben ja sehr viele digitale Patientenakten und können aber keine Forschung damit machen. Ja, wie gesagt, Nissenbaum, Normen des angemessenen Informationsflusses, was in der Medizin bleibt, soll nicht einfach so in die Wissenschaft gehen. Wenn wir das aber machen würden, könnten wir, kann man natürlich nur schätzen, aber könnte man wirklich Morbidität und Mortalität sehr stark senken und wirklich Leben retten. Und zwar nicht wenige, sondern wir reden hier über Zehntausende von Fällen. Beispiel Bewerbungsgespräch. Wir haben ein Recht zu lügen bei Bewerbungsgesprächen, also auch wiederum einen gewissen Privatheitsschutz, zum Beispiel was Schwangerschaft oder Religion anbelangt. Und Privatheit dient hier dem Zweck des Cheatens, wenn man so will, und wird damit aber auch überspitzt vielleicht sogar ausgedrückt zum Verbündeten von Diskriminierung, ja, weil wir ja nicht direkt das adressieren, dass es die Diskriminierung gibt von Schwangeren oder Menschen, die einer bestimmten Religion angehören oder Ähnliches. Und letztes Beispiel in der Reihe, die Kryptographie. Ja, auch da kann man ja sagen, wenn wir E-Mails verschlüsseln oder Anonymisierungsdienste nutzen, dann schützt uns das vor staatlicher Repression und vor staatlicher Diskriminierung. Also wir haben eine technische, vermeintliche Lösung für ein soziales Problem, nämlich Repression. Und in meinem Buch plädiere ich dafür, dass wir eben nicht bei diesen technischen Lösungen stehen bleiben, sondern soziale Lösungen für soziale Probleme finden.
hier zusammengefasst. Ich plädiere für einen normativen Paradigmenwechsel. Ja, in dem alten Paradigma haben wir Privatheit, Datenschutz und eben Informationskontrolle. Das neue Paradigma nun betont den Wert von Öffentlichkeit und geht ein Stück weit auch mit Post-Privacy d'accord. Im alten Paradigma der Versuch der Restriktion von Informationen, im neuen Paradigma relativ freier Informationsfluss. Hier, wie gesagt, Privatheit wird zum Komplizen von sozialer Ungerechtigkeit. Hier wird soziale Ungerechtigkeit direkt adressiert. In dem alten Paradigma, in dem, was wir auch faktisch machen, versucht man, Privatheit trotz des Medienwandels und der Vernetzung zu erhalten. In dem neuen Paradigma passt man Diskurs, Praktiken und Politik dem Medienwandel an. Hier im alten Geheimhaltung als Schutz vor Missbrauch, Repression etc. Im neuen Paradigma direkte Kritik, direkter Protest. Ja, und wiederum, ich hatte es gesagt, hier Privatheit schwächt soziale Probleme ab und im neuen Paradigma der Versuch, soziale Probleme direkt zu lösen. Und wenn man jetzt mal hier diesen Punkt zum Beispiel anschaut, sieht man, das passiert nicht. Ja, unser Diskurs, unsere Praktiken sind eigentlich nicht dem angepasst, was tatsächlich technisch möglich, technisch gegeben ist. Und dass das so ist, ist nichts Verwunderliches, denn tatsächlich hat schon in den 20er Jahren William Ogburn diesen Begriff des Cultural Lag geprägt. Und zwar hat er gesagt, dass kulturelle Praktiken eigentlich immer dem technischen Wandel sozusagen hinterherhinken und es eine Desynchronisation gibt zwischen dem, was technisch alles geht, ja, oder der Technologiebranche, wie man das heute nennen würde, und dem, was in Politik und Recht gemacht wird und auch in den etablierten Mediennutzungspraktiken. Und dieser Cultural Lag ist wiederum ein Auslöser von Media Panics. Das ist ein Begriff von Kirsten Drothner. Media Panics treten immer dann auf, wenn neue Medien in eine Gesellschaft eingeführt werden. Und Media Panics sind immer, oder Verbreitungsmedien sind immer schon ein Auslöser gewesen von Kontrollverlust, von Ängsten, Dramatisierung, Moralisierung, die alte Generation macht sich Sorgen um die jüngere etc. Als der Buchdruck eingeführt wurde, gab es einen Kontrollverlust für die Kirche, weil die Kirche plötzlich nicht mehr kontrollieren konnte, dass sich nur noch die reine Lehre verbreitet. Das Gleiche war, als es plötzlich mobile Fotoapparate gab. Der Gründungstext für das moderne Privatheitsverständnis, The Right to Privacy von Warren und Brandeis, der ist entstanden aufgrund von mobilen Fotoapparaten. Das war der Auslöser dafür. Und heute haben wir eben wieder ein neues Verbreitungsmedium, nämlich den Computer. Ja, und auch der Computer löst solche Media Panics aus. Welche Panik haben denn die mobilen Kameras ausgelöst? Oder wer hat einen Kontrollverlust erlitten? Letztendlich wir alle, weil es fast nicht mehr möglich ist, sich durch einen öffentlichen Raum zu bewegen, ohne dass wir in den Sichtbereich von Kameras laufen. Damals auch schon? Nee, damals war das natürlich noch nicht so sehr. Also die ganze Videoüberwachungsgeschichte ist, denke ich mal, sehr stark durch 9/11 ausgelöst worden, durch den Terrorismusdiskurs und Ähnliches. Ich meine, das mit dem Gutenberg verstehe ich und der Kirche. Mhm. Was ist das Äquivalent zur Kirche? Also wer hat sich da... Das Äquivalent zur Kirche jetzt heute? Nein. Wie der Buchdruck erfunden worden ist, hat die Kirche einen Kontrollverlust erlebt. Ja. Und wer hat einen Kontrollverlust erlebt, wie der mobile Fotoapparat erfunden worden ist? Also bei Warren und Brandeis war es so, dass die Tochter von einem von den beiden, das sind zwei Verfassungsrichter gewesen, zwei amerikanische, und die Tochter, ich glaube, von Brandeis hat geheiratet. Und diese Heirat sollte relativ abgeschottet passieren. Und es ist der Boulevardpresse aber gelungen, eben Fotos von dieser Hochzeit in die Zeitung zu bringen. Und da haben die eben diese beiden Verfassungsrichter gesagt, wir brauchen Grundrecht, the right to privacy. Das haben sie damals definiert als right to be let alone. Ja, also alleingelassen zu werden. Und genau, der Auslöser waren Fotokameras. Ja, und heute dreht sich eben die Media Panic nicht mehr so sehr darum, dass alle Smartphones eine Kamera haben. Wir haben uns da meistens zumindest dran gewöhnt.
Es geht einfach um andere Dinge. Es geht um Videoüberwachung, es geht um künstliche Intelligenz, es geht um große soziale Netzwerke und Ähnliches. Ja. Und ohne jetzt allzu fatalistisch werden zu wollen, nochmal ein kurzes Zitat aus dem schon erwähnten Buch von Seemann, ja, was in die Richtung geht, dass man sagt, wir passen jetzt die Praktiken den technischen Gegebenheiten an. Er schreibt, und das ist deckungsgleich mit dem, was auch ich schreibe, vor dem Kontrollverlust wird uns niemand retten. Wir sollten mit dem Kontrollverlust rechnen, ihn in unser Denken und Handeln, ja in unsere Gesellschaft integrieren. Und wir haben, denke ich mal, zwei Möglichkeiten. Ich komme so langsam zum Ende. Wir haben zwei Möglichkeiten, eine konservative oder eine progressive. Wobei ich Konservatives nicht abwerten will. Aber ich denke, es ist schon ein gewisses Entweder-Oder. Die konservative Lösung ist, wir versuchen, geringeren Daten- und Informationsfluss zu erreichen durch Ernetzung, Technikvermeidung, weniger Sensorik und Ausweitung analoger Räume. Das würde dazu führen, dass wir eben weniger Kontrollverlust, Privatheit und Datenschutz oder zumindest ein gewisses Level an Privatheit und Datenschutz erhalten können. Aber niemand tut das. Also, oder, na, das ist jetzt übertrieben, aber fast nirgendwo passiert diese Version hier. Was passiert, ist das hier. Ja, das oder, das Forttreiben von technischer Entwicklung. Wir haben immer stärkeren Daten- und Informationsfluss, mehr Vernetzung, mehr Sensorik, ubiquitous computing, ja, allgegenwärtiges informatische Aufladung unserer Umwelt. Und das führt zum Mehrkontrollfluss, Post-Privacy und immer stärkeren Zurückdrängung von Niveaus des Datenschutzes. Und im Buch sage ich jetzt ferner, wir brauchen eine gewisse Resilienz für diesen Kontrollverlust. Und diese Resilienz bekommen wir, wenn wir den Kontrollverlust antizipieren, wenn wir Kontextüberschreitungen, wieder die Kontexte im Nissenbaumschen Sinne, wenn wir die antizipieren und wenn wir auch das eigene Identitätsmanagement dem anpassen. Es ist eben heute nicht mehr so leicht möglich, in dem einen Kontext so zu sein und im anderen Kontext anders. Das geht einfach, wird immer schwieriger werden. Und es ist eine unglaublich große Aufgabe, aber wir müssen die angehen, Diskriminierung vorbeugen, verhindern und bekämpfen. Also ungerechte Diskriminierung. Es gibt ja auch positive Diskriminierung. Aber das ist nicht das, was ich hier meine. Und vielleicht können wir im Zuge dessen auch Chancen des Kontrollverlusts erkennen, nämlich Emanzipationsmöglichkeiten, mehr Transparenz. Mehr Transparenz ist ja erstmal nicht per se schlecht. Ja, wir machen Diversität, Pluralität sichtbar und wir haben freies Wissen, mehr allgemein zugängliches Wissen. Ja, sind so Schlagwörter in dem Zusammenhang sind Open Data, ja, offene Regierungsdaten, Open Government, Open Source, ja, also auch Software, die offener gemacht wird und so weiter und so fort. Und jetzt komme ich zum Ende. Wie gesagt, ich habe einige Thesen jetzt nur aus dem Buch präsentiert. Ich habe drei Bücher dabei. Die verschenke ich gerne. Wer jetzt sagt, es interessiert mich mehr, die liegen da draußen auf dem Tisch. Also einfach mitnehmen, wenn Sie mögen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören.